Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready or Not. Heute mit einer eventuell sehr schönen Map. Ich hoffe es doch zumindest. Denn wir haben eine Flughafen-Map, also ein privater Airport. Gibt sogar wieder eine kleine Einsatzbesprechung. Generell geht es wohl darum, dass auf einem privaten Flugplatz ein paar Geiseln genommen wurden und wir jetzt geschickt wurden, um diese zu befreien. Außerdem sollen wir noch ein bisschen Cargo finden, Waffen finden und halt, wie gesagt, die Flugcrew retten. Dementsprechend, Map, gibt es hier nur so ein kleines Bild. Das ist, glaube ich, eine Rainbow Six Map. Ja, also von einem der früheren Teile, glaube ich. Dementsprechend bin ich sehr gespannt. Wir gehen direkt rein. Ich habe ein paar schöne Dope-Waffen am Start. Einen schönen Granatwerfer mit diesen Stinger-Granaten, um die Gegner vielleicht ein bisschen einzuschüchtern. Ansonsten, wenn die wirklich Geiseln nehmen, dann snipen wir sie einfach aus dem Leben. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Ah, hier kann man sogar Einstellungen machen. Es gibt die Mission, glaube ich, in zwei Varianten auch. Es gibt nochmal eine Nachtmission. Da ist auch das Missionsziel ein anderes. Ich habe mich jetzt erstmal für die Tagvariante entschieden, um die Map ein bisschen kennenzulernen. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal wieder die Kartendaten generieren. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das fertig ist. So, da sind wir. Wir sehen schon ein paar Flughafenfahrzeuge. Suspects are armed and have made it clear they'll kill them if provoked. Proceed with extreme caution. Jungs, Geiselnahme. Wir gehen da rein, versuchen möglichst lange unentdeckt zu bleiben. Sobald wir entdeckt werden, wird scharf geschossen. Die fackeln nicht lange, die wollen die Geisel umbringen. Dementsprechend kommen wir denen zuvor. Rein da. Oh Gott, ich dachte, das wäre mehr offenes Feld. Vielleicht sind wir auch relativ viel in Gebäuden. Naja, ich bin gespannt. War das 12-fach vielleicht doch ein bisschen übertrieben, aber zur Not haben wir ja unsere Pistole noch. Und natürlich unsere Teamkollegen. Apropos, wir holen direkt mal hier raus und machen mal über die Laser an. Sehr schön. Jungs, ihr sichert mich. Achtung, da ist eine Tür links. Gebt da ein bisschen Deckung drauf. Da vorne liegt ein verletzter Officer. Den werden wir erstmal retten. Passt schön auf die Tür da auf. Da drüben ist auch noch eine Tür. Wir sichern hier erstmal den Außenbereich, bevor wir reingehen. Officer, sind Sie okay? Wir brauchen hier Hilfe, wir brauchen einen RTW. Können wir hier reingehen, theoretisch? Oder ist das hier? Ne, es ist abgeschlossen mit einer Kette. Wir haben unseren Bolzenschneider leider vergessen. Okay, hier draußen ist dann das Flugfeld, ich verstehe. Da ist auch das Frachtflugzeug, um das es geht. Wir schleichen uns mal hier langsam rein. Da sind doch irgendwelche Kisten. Kommen wir hier überhaupt hin? Nee, der Bereich ist, glaube ich, uninteressant, Jungs. Gebt hier schön Acht. Hier könnten überall Verdächtige sein. Okay. Habt ihr das gehört? Hab einen Verdächtigen gehört. Okay, ziemlich sicher sind die da irgendwo drin. Drop the weapon and get down slow. Police, hands on your head. Runter! Ich fackel nicht lange. Okay. Kannst du es so haben? Du kriegst es so. LSPD, don't move! Get down on your knees! Runter jetzt mit der Scheiße! Okay. Ob sie haben ihn kurzzeitig eliminiert. Jungs, da sind noch mehr Leute. Was ist er denn schon wieder am Rumschreien da? Meine Kollegen sind aber auch schon wieder fix am Abzug. Die fackeln nicht lange. Ja, ja, jetzt beruhigt euch erstmal da drin. Ihr seid ja am Rumschreien wieder. Wir laden erstmal nach. Wir müssen noch in das Flugzeug reingucken. Gebt ihr mir mal Deckung nach links. Restraining. Ja, da sieht's gut aus. Vorsichtig, Jungs. Got him.
Hold position. Hold position. Hold position. Drop the gun and get down! Get down now! Police, down on the ground! Hold position. Wollt ihr mich ja nicht verarschen? Achso, weil ich das Ding hab. Hold position. Stop. Geht doch. So, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Wir haben hier schon mal die Waffen. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Ey, jetzt reicht's mir. Ich komme rein und stopp dir das Maul. Ist ja furchtbar. Du hörst ja überhaupt nicht mehr auf zu schreien. On me, move. Do it now! Get down! I want to see hands! Hands up! Let me see those hands! Hands up! Down on your knee! Get down! Hands on your head! Get on the ground! Ganz ruhig, Kollege. Keine Faxen machen. Talk reporting. Copy. Clean house and we'll take them out. Hold position. Hold here. Komm gleich wieder, Jungs. Lass mich mal kurz hier raus. Noch mal ganz kurz hier die Lagerhalle ab. Jungs, Verdächtiger. Put your hands up. Hands up above your head. Down on your knees. Hat sich aus dem Staub gemacht. Passt auf, dass er uns nicht umrundet. Check ganz kurz die Lagerhalle. Ein Verdächtiger tot. Mehr oder weniger. Okay, der muss auch irgendwo noch eine Waffe haben. Ich weiß gar nicht, wie er da hochgekommen ist. Okay, der ist weg. Vorsicht, Jungs. Irgendwo Verdächtiger unterwegs. Der könnte die anderen warnen. Will ich mir den jetzt schnappen? Ich gehe nachschauen. Sicher, sicher. Haltet euch bereit. Um mir zu helfen. Da ist auch noch ein Gebäude. Ja, das kann ja spannend werden. Police, don't move! Hands up, asshole! Runter mit der scheiß AK, Kollege! Ist das eine AK? Ich glaube schon. Schmeiß sie weg. Put your fucking hands up! Hands on your head, move! Down on the ground, now! Drop the weapon and put your hands on your head! Police, get down! Okay, wenn du dich nicht ergeben möchtest, ist ja gar kein Problem. Ich kann dich auch einfach exekutieren. Wenn dir das lieber ist. Jungs, das ist größer als gedacht hier. Ich glaube, ich ziehe mich erstmal zurück. Wir gucken uns das hier später an. Wir klären erstmal das Gebäude. Hier sind auch noch Verdächtige drinne. Ah, scheiße, 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 scheiße. Überall noch Verdächtige. Wir gehen erstmal jetzt in die Halle hier rein. Lass mich bitte durch, lass mich bitte durch. Behind me. I got you. Hands up now! Drop hands on your head! Do it now! Police, hands up! Got him. Get down on your knees! Put your hands up! Okay, sieht clear aus. Hands up, drop to your knees. Erstmal den Außenbereich nochmal weiter checken, bevor wir da reingehen. Police, get your hands up. Hands up, do it now. Okay, da kommen wir hoch. Get on the ground now. Hands up, above your head. Alles gut, Jungs? Habt ihr alles unter Kontrolle hier? Police, get down. On me. On your six. Ihr wart schon oben? Warum wart ihr schon oben? Down on the ground, move! Links, rechts, Jungs. Down on your goddamn knees, now! LSPD, don't move! Get down on your knees, hands up! Coming in to handcuff you. Zipped up and good to go. Wir haben eine gute Übersicht über die Halle. Halle sieht soweit clear aus. Keep your hands up! Get down and keep your hands up! Get down! Mach die scheiß Tür auf! Okay, mein Bein ist kaputt. Kann nicht mehr treten.
Okay, alles clear, Leute. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Oh. Bagging it up. Haben was Schönes gefunden. Wir haben immer noch nicht die Geiseln gesichtet. Wo sind die Geiseln, Jungs? Das hat höchste Priorität. Irgendwer in der Halle hier zu sehen? Get down, I want to see hands. Police, down on the ground. Hands up, now. Reihen die denn hier schon wieder rum? Auch die sind im Nebengebäude. Ach du Scheiße. Put your hands up. Hands up, do it now. Wir gehen raus. Gehen wir raus? Oh ne, wir müssen erst die Halle klären. Erst die Halle klären. Jungs, lasst mich mal durch. Wir gehen nochmal runter. Ja, ne, komm, komm mal mit. Wir bleiben im Team. Hands up. So, dann gehen wir erstmal kurz da rein. Hier sollte ja alles clear sein soweit. Das sieht auch gut aus. Kann ich hier die Tür öffnen? Holy shit! Get on the ground now. All teams. Move in, clear the room. Go, 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 go. Down on your knee. Get down. Ganz ruhig hier, keine Faxen machen, Junge. Ich werde hier schon wieder angehittet ohne Ende. Da geht's noch aufs Dach, glaube ich. Hands up above your head. Down on your knees. Search. Secure the area. Einmal durchsuchen bitte alles. Keine Geiseln gesichtet. Check hier kurz den Raum. Clear. Sehr gut. Oh ne, sehr gut darf ich nicht sagen. Dann holt er immer das Kabelbinderchen raus. Was haben wir denn hier Schönes? First Aid. Könnte ich gebrauchen. Okay, wir haben draußen, kommen wir wahrscheinlich zu dem anderen Dings. Wir könnten uns auch erstmal das andere Gebäude anschauen. Ach, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Okay, sieht nicht aus wie unser Geiselnehmer, glaube ich. Die Leiter ist versperrt. Da war ich drin. Kommt mal hinter mir her. Wir gehen erstmal wieder raus, beziehungsweise nach oben, klären den Außenbereich und gehen dann rechts in das Gebäude rein. Jungs, ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Ihr müsst mir auf jeden Fall Unterstützung geben. Ja, nee. Müssen wir hier lang gehen? Ah, doch, 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 doch. Lass mal hier ein bisschen rausgucken. Ich glaube, das ist hier die Maschine gewesen, ne? Ja, okay, okay. Naja, dann gehen wir zur anderen Seite. Können wir hier nicht auch lang gehen, ne? Perfekt. Passt auf das Nachbargebäude auf. Da könnten Gegner sein. So, wir packen mal die Langwaffe aus. Augen offen halten, wollte ich gerade sagen. Put your fucking hands up. Junge, Junge, Junge. Die Jungs sind einfach schnell am Abzug. Wo war der? Ich habe ihn nicht mal gesehen. Random. Ah, okay, wir haben auch einen Random AI-Spawn. Ja, das ist aber interessant. All. Min, Random, Max und dann All. Was heißt All? Ist die ganze Map voll mit Terroristen oder was? Provide support on me. Talk to entry team. Entry team, you're clear to proceed to the hostages. Exercise extreme caution. Jungs, gleiches Vorgehen wie vorhin. Wir klären erst jetzt komplett den Außenbereich und gehen dann rein. Da liegen zwei Verdächtige. Beziehungsweise zwei Officer am Boden. Wir brauchen einen RTW und dringend Unterstützung. Talk. Civilian incapacitated. Element of talk. One wounded civilian. Requires immediate medical. Zwei anstatt ein Zivilisten könnte dafür sprechen, dass besonders viel hier gespawnt sind. Naja, wir gehen erstmal um die Ecke hier lunzern.
Jo, falsches Wort. Eigentlich wollte ich nicht nachladen. Nicht, dass da oben wieder einer rumlungert. Police, down on the ground. Mal einen kleinen Test machen, mal die Fühler ausstrecken. Hands up. Da ist doch schon irgendwer am Schreien. Und hier sollte keiner kommen. Get down. Kollege! Bitte schießen Sie nicht auf mich. Ich habe Ihnen nichts getan. Ich darf diese Worte nicht sagen. Dann lädt er jedes Mal nach. Ich weiß gar nicht, was er da kennt. Vielleicht sollte ich... Ui. Ja gut, er kennt irgendeine Taste halt, ne? Deswegen lädt er nach. Hab's dir gesagt. Jungs, jetzt beruhigt euch hier alle mal ein bisschen. Nehmt jetzt die scheiß Waffen hier runter und ergebt euch. Beruhig dich, du hast einen Kopfschuss, du kannst gar nicht so viel schreien. Hold position. Hold. Keep your hands up. Get down. I want to see hands. So, erstmal die Waffen wieder einsammeln. Den hat's direkt wieder zerlegt. Lead the talk. Suspect is incapacitated. This is talk. Den sammeln wir erstmal ein. Medical assistance is standing by. Holen wir uns nochmal die Waffen hier oben und dann geht's auf jeden Fall nochmal ins Flugzeug. Gut, 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 gut. Gib mir schön Deckung. Einmal hier checken. Bagging it up. Talk to Element. Ja, war's ja nicht. Roger, Entry Team. Great work. Keep going. So. Wollen wir hier mal reinlunzern. Stack up. Post up. Moving into place. Sieht für mich ziemlich clear aus. Ihr haltet das mal ganz kurz. Okay, hier draußen sieht es auch clear aus. On my move. Clear it after my go. Copy that. Move in! Opening on the left. Dynamic movement. Nothing. On me. Move. Got your stick. Ganz ruhig. Mich verbinden. Split and provide cover on this door. Move and clear. Rein da, rein da, rein da. Ich sicher hier ab. Sehr gut. Zipped up and good to go. Moving in. On me, move. Let's go. Mach doch nicht den guten Bürostuhl hier kaputt, sage mal. Wir machen das wie folgt. Wir machen mit Blendgranate sichern, aber erst auf meinen Befehl. Provide cover. Moving up. Jungs, lasst mich nur ganz kurz raus. Ich gehe nach oben und ihr geht dann unten rein. Habt ihr da Bock drauf? Ich glaube schon. Ich glaube, ihr seid motiviert. Get down and keep your hands up. Hands on your head. Na ja, Problema, Problema. They're down. Medical assistance is standing by. Let me see those hands. Kannst du auch Deutsch oder was? Ich geb's dir. Volles Brett. Er ist hier gar nicht drin. Get down. I want to see. Get down on your knees. Down on the ground. Hands up now. Oh Gott. Holy fucking shit. Rückzug, Rückzug. Komm da jetzt raus. Hands up above your head. Down on your knees. Hands up. Down on your knees. Hands up. Drop to your knees. Ich hab's dir gesagt.
your team to talk. Suspect is bleeding out, needs medical aid. Go, go, go! Hier geht er jetzt rein. Ich gebe euch Deckung von oben. Go, 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 go! Wer macht das? Wer macht das? Wer macht das? Sieht alles clear aus, Jungs. Search. Secure the area. I'll step it up. Talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. Gut, Jungs. Hier ist alles ruhig. Ich komme wieder runter. Ganz ruhig, Kollege. Swap with me. Moving! Got an opening here. Fallen behind me. On your six. Entry team to talk. We got one fatality suspect. Talk reporting. Provide support. Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? On my six. You got point. Provide support on me. Jungs, wo seid ihr verflucht nochmal? Cuffs are on. Muss ich denn hier alles alleine machen? Da seid ihr ja endlich, meine Güte. Ich zähle doch auf euch. Mein Leben hängt in euren Armen. Ja, das ist, war so falsch ausgedrückt, glaube ich. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Hands on your head, move! Oh, holy shit! Enter and clear. In position. Hands up, do it now. Moving in. Go, 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 go. On the right. Police, get down. Hands up, do it now. Down on your knees, hands up. Looks like you need it. Nothing here, sir. Ja, das habt ihr davon. Police, hands up. Suspect evidence good to go. Jetzt beruhigt euch mal hier. So schlimm ist es nun auch nicht. Get on the ground, now. Meine Güte. Vielleicht solltest du dir mal den Strumpf vom Gesicht ziehen. Dann wäre es auch nicht so schlimm. Du kriegst ja wahrscheinlich nicht mal mehr Luft. Ich sag's dir, wenn du nicht gleich aufhörst. Ach, Gottes Willen. Down on your goddamn knee. Hands on your head. Do it. Get down. Now. Put your hands up. Police, get down. Police, down on the ground! Okay, ich glaube, hier sind wir wieder auf der Straße. Bist du das, Mike? Perfekt, Mike. Das ist hier scheinbar die Feuerwehr. Get down! Get it done. Fall in. Stay on me. Komm zu mir, Jungs. Hands on your head, now! Move to me. Move over here. Get on the ground, now! Keine Faxen machen, Kollege. Keep your hands up. Ich fackel nicht lange. Wenn du eine Waffe ziehst, bist du tot. Vorsicht, da könnte noch jemand drin sein. Evidence good to go. Zipped up. Ja gut, nimm den auch fest. Perfekt, perfekt. Ich gebe dir Deckung. Civilian restraint. Lead to talk. He is ready. So, lass mich mal vorgehen hier. Roger, trailer's inbound. Okay, sieht clear aus. Wir haben oben, glaube ich, noch gar nicht die Beweise gefunden, ne? Die müssen wir auch noch sichern in dem einen Gebäude, Jungs. Okay, wo sind wir hier gelandet? Ach, das ist hier so eine Brandkammer, ne? Wo die Sachen testen zum Löschen und so? Ich glaube. Get down, I wanna see hands. Verdächtiger, Jungs. Oh, da. Put the weapon down. Drop it and get down. Runter! Waffe auf den Boden legen! Police, drop the weapon! Er ist weggelaufen. Get down and keep your hands up! Hands on your head! Nix, fuck you! Werf die scheiß Waffe weg! Down on the ground! Junge, er eskaliert gleich völlig. Ich schieße in den Fuß und er rastet aus. Da habe ich das richtige Fenster aufgeschossen. Talk to Element. Roger that. Medical assistance is standing by.
nicht auch immer so rumschreien müssen. Hands up now! Na ja, ich mach schon. Okay, du warst schneller als ich. Ist ja okay. So, keine Sprengfalle. Put your hands up! Jungs. Blendgranate und dann gehen wir da rein. Move in, toss a bang and clear. Ja, warte. Ich muss erstmal ganz kurz nachladen. Ihr dürft gleich. Ich will euch nur ganz kurz blockieren. Bleibt ruhig. Let's go. Wir können. LSPD, don't move! Hands up! Above your head! Put your fucking hands up! Holy shit, da sind einige. Vorsichtig, Jungs. Pack doch nicht das Gewehr ein. Drop the weapon and get down. Kick nochmal, dann bist du tot. Get down on your knees. Die Nachhol, Kopfschuss. Ganz ruhig hier. Jungs, seid ihr bereit? Dynamic movement. Move. Down on the ground. Move. Hands up now. Drop to your knees. No. This is Hawk. Er schießt mich einfach weg. Fuck. So, regelt ihr das? Jetzt bin ich gespannt, wie die Kollegen das regeln. Können wir mal die Profis beim Arbeiten zusehen? Ja, und nu? Muss ich euch wirklich helfen? Komm, Jungs. Sie schaffen es nicht ohne mich. Neustart. Heute mal eine längere Folge. Sonst bisher in keiner einzigen Folge gestorben, glaube ich. Diesmal aber schon. Zweimal gleich in einer Folge. Was ganz Neues. Aber da war ich auch ein bisschen langsam. Den hätte ich einfach mal abballern sollen. So, wollen wir mal einen anderen Plan verfolgen? Ja, Point. Machen erstmal hier ein bisschen die Lichter an. Wir gehen mal hier rum. Okay. Alles klar, Captain. Haben wir verstanden? Haben wir hier eine Tür? Hier hätten wir eine Tür. Okay, wollen wir hier mal reingehen? Lass mal ein bisschen peeken. Ah, vielleicht sollten wir uns nicht gleich verraten. Put your hands up! Dabei! Down on your knees, hands on your head, move! Dabei Verhaftung! Hands on your head, do it now! Leg die scheiß Waffe weg. Jungs! Gold! Provide support on me! Ich würde sagen. I'm moving. Fall in! Put your hands up! Hands up now! Drop to your knees! Police, down on the ground! Ich gehe vor, ihr folgt. Kommt ihr? Ihr seid schon da. Sehr gut. Let me see those hands! Wie sieht alles klar aus? Soweit hier? Wir gehen mal nach oben. Jetzt beruhige dich doch, Kollege. Stack up! On my six. Hands on your head! Da sind auf jeden Fall noch Leute drin. Achtung! Hier oben. Hold position. Hold! Ich kläre das hier oben. Oh, Tür ist abgeschlossen. Da ist jemand drin. Jungs, ich höre Schritte.
Entweder hat sich jemand eingeschlossen oder wir haben hier eine Geiselnahme. Hands up, do it now. Ich verstehe kein Wort. Was laberst du? Get on the ground now. Ich glaube, wir sind hier nicht willkommen. Alles klar. Oder mach ihn einfach von unten weg. Oh, wir haben eine Geisel hier. Move to me. Move to the sound of my voice. Sieht clear aus soweit. Fall in. I'm with you. Get down, I want to see hands. Gotta do this for safety. Down on your knees. Civilian, ready to go. Lead to talk. Civilian, good to go. Police, get your hands up. Copy entry team. Notifying trailers. So, wir durchsuchen erstmal die Räumlichkeiten hier, Jungs. Hier drin ist schon mal clear. Kommt mit, kommt mit. Provide support. I got you. Search. 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 Search and secure the area. Danke. Get down. Get on the ground now. Okay. Nice, clear. So. Hier unten sind auf jeden Fall noch Leute gewesen. Habt ihr das gehört vorhin? Check door. Mirror for suspects. Affirmative. Oder hier in den Räumlichkeiten. Wand ready. Na dann schauen wir nach. Und? Got multiple openings here. It's clean. All good here. Check door. Check it with the wand. Got it. Nächste Tür. Wir gehen hier Schritt für Schritt rein. Wie sieht's aus? Looks good. Room clear. Check door. Mirror it. Nächste yep. Tür. Ich gehe schon mal rechts rein. Ihr haltet hier die Stellung. I got the wand. Put your hands up. Safe. No traps. Okay. Put your fucking hands up. Sieht clear aus hier, Jungs. Hands up. Lass mich mal hier das Schlösslein klacken. Hands up, down on your knees. Auch clear. Get down, I want to see police, hands up. Okay, alles clear, alles clear. Hands up now. Achso, das ist deine Tür. Naja, machen wir die auch noch auf. Warum sind denn die alle Türen abgeschlossen? Was ganz Neues. Gut, Jungs, dann haben wir das auch geklärt. Gehen wir mal rüber zu den anderen Gebäuden, würde ich sagen. Wir sind ja eben hier links lang gegangen. Dann lass uns gleich nochmal hier die große Halle checken. Wie es damit aussieht. Zwei Officers. Check door. Check door. Post up and cover the area. Okay, Tür kann man nicht checken, dann reiht euch mal auf. Ach, die ist offen, deswegen. Talk. Civilian is injured, requesting TEMS. Okay, wieder zwei Leute. One wounded civilian requires immediate medical. So, guckt ihr mal da. Ich schau mal hier ein bisschen rum. Was ist hier so los? Get down now. Wie sieht's bei euch aus? Sollen wir da reingehen? Oh Gott. Ja, wir gehen bei euch, glaube ich, rein. Sicher ist sicher. Wir kommen von zwei Seiten. Ach ne, hier ist auch die alte Halle, oder? Down on the ground, now. Ah, das ist doch hier der Bereich. Ja, ja, halt, hier waren wir schon mal. Okay, das ist alles uninteressant. Dann kommt mit, Jungs. Hinter mir her. Stay on me. Wir gehen erstmal in die große Allee. Das ist nur ein Durchgang. Ihr könnt euch da schon mal aufreihen, theoretisch. Erstmal machen wir die Tür wieder zu, würde ich sagen. Close that door. I'm on it. Kann man nämlich auch durch die Wand gucken. So.
Mach zu. Sehr schön. Was ist hier draußen wieder los? Hier sieht es auch relativ entspannt aus. Hands up, drop to your knees. Der will nicht auf uns hören. Gut. Können wir eigentlich gleiches Prozedere wie die ganze Zeit machen. Wir gehen einmal hier außen abchecken. Ach, das Geld hatten wir, glaube ich, gar nicht, oder? Die letzten Male. Wir sind da zwar mal durchgelaufen, aber... Ganz ruhig hier, Kollege. Macht mal keine Faxen. Ja, er ist wieder am Schreien. Okay, so ein paar Spawnpunkte sind hier auf jeden Fall immer gleich. Ein paar sind variabel, aber... Scheint schon mal keiner zu sein. Keep your hands up. Rein hier. Get down on your knees. Ganz ruhig, Jungs. Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. Oh Gott, nicht sehr gut sagen. Fehler, schwerer Fehler. So, Dimitri, ich weiß, dass du hier oben bist. Hands on your head, now. Dimitri heute nicht da? Hat er Urlaub? Oh, Dimitri ist da. Vorsicht. You're in my way, sir. Naja, ich weiß. Aber Dimitri ist hier irgendwo. Hands up, asshole, now! Holy fucking shit! Roger that. Medical assistance. Police, get down! Hands up! Up your head! Get down and keep your hands up! Search. Begin a search. Hands up above your head. Get on the fucking ground. Whoa, 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 whoa. Jungs. Unten in der Garage irgendwo. Könnt ihr was sehen? Ich nicht. On me. On you. Macht den Platz. Sehr gut. Muss man wirklich nicht sehr gut sagen. Muss man wirklich mit allem rechnen. Achso, haben wir jetzt schon alle hier festgenommen? Haben wir schon. Oh Gott, wir brauchen auch noch die Beweise, Jungs. Die Beweise. Ihr müsst doch die Beweise sichern. Die lagen hier irgendwo auf dem Tisch. Put your hands up. Nö. Hä? War nicht letztes Mal hier Beweise? Sind die immer woanders? Die sind da immer noch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir gehen jetzt da rein. Und schnappen uns die Schweine. Ja, mach das. Hands on your head, move! Shut the fuck up und komm raus. Da lacht er. Hands on your head, do it now. Put your hands up. Hands up now. Drop to your knees. Search. Search and secure the area. So. Securing. Back up. Post up. Getting into place. Reiht euch mal auf da. Wir machen jetzt mal das Türchen auf und baiten den mal raus.
Sehr gut. Block that door. Nein. On me, move. Leg up. Point. Provide cover. In position. Mirror for contacts. Affirmative. Ja, ich sollte die Tür öffnen. Ready. Get the door. Naja, dann mach erstmal. Mirror erstmal. Wenn du unbedingt möchtest. Looks clean. Na klar. Contact. Armed. Oh. Sehr gut. Mach auf. Open the door. Got it. Ich mach ihn weg, ihr macht auf. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, Jungs. Plan ist nicht aufgegangen. Der läuft da bestimmt durch. Sobald er durchläuft, werde ich ihn eine verpassen. Police, down on the ground. Kann auch andere Geschütze auffahren. Wie wär's mit unserem kleinen Granatwerfer? Hock dich das raus? Let me see those hands. Nimm das! Hands on your head! Hands up, do it now! Get on the ground, now! Na gut, wir gehen da rein. With stingers. Drei, zwei, eins, let's go. Hands up, do it now. Down on the ground. Move in, bang the room. Go, 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 go. Ich brauche eure Hilfe. Jungs. Get down, I want to see you. Down on your knees. Police, get your hands up. Two weapons. Get down. Holy fucking shit, Alter. Was ist hier los? Ich muss erstmal nachladen, das Ding. Keine Muni mehr! Move in and clear it. Let's go, let's go, let's go. Da sind irgendwo die Geiseln, Jungs. Let's go, let's go, let's go. Opening on the right. Wo willst du denn hin? Willst du telefonieren? Get on the ground now. Put your hands up. Keine Bewegung hier. Hands up. Hands up. Hands up. Down on your knees. Get down. I want to see hands. Safe. Police, hands up! Suspect, evidence good to go. Now! Get down, now! Down on the ground, now! On my six. Hands up, right drop to your knees! Okay, Jungs, search. Search. Copy. Secure the area. LSPD, don't move! I got it. Wie groß ist das Level eigentlich, bitte? Hands up! Securing. Civilian ready to go. Entry team to talk. Entry team to talk. Holy shit, wir haben auch noch eine Etage nach oben auf jeden Fall. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Get down on your knees. Come on. Hands on your head. Now. Jungs, ihr steht im Weg. Oh Gott, ey. Nachladen. Ist er weg? Lebt er noch? Police, get down! Hands up, above your head! Get down and keep your hands up! Hands up above your head! Was denn? Put your hands up! Get down on your knees! Police, don't move! Down! Hands on your head, move! Hands on your head, do it now! Police! Your hands up. Hands up now. Drop to your knees. Move in. Toss a bang and clear. Place. Out the Move way, in sir. And clear. Acknowledge. Go, go, go. Police, down on the ground. Element, talk. Suspect is down but breathing. Ich geht's gar nicht weiter. Let me see those hands. Make them stable and proceed with mission. Check door. Use the wand. Check for targets. Good here. Holy shit, Adam. Holy shit.
Habe ich überhaupt noch Muni für das Ding? Ich glaube nicht. Das war meine letzte Kugel. Looking good, sir. Da ist jemand hinter, oder? Check door. Check it with the mirror. On it. Blue team. Mirror's ready. Geht's da aus? Opening on the left. No traps visible. Okay. Suspect with a weapon. Oh, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir machen Folgendes. Nee, warte mal. Wir wollen eigentlich nicht das Ding nicht mal aufsprengen. Haben wir keine... Ach, drei, ne? Genau. C2 klingt gut. Und dann mit Blendgranate sichern. Let's go. Ich mach hier die Tür. Auf euer Zeichen. 3, 2. Oh Gott. Hands up, do it now. Get on the ground now. Going into cop. Evidence secured. Enter the room and clear. Ready for wagon. Brauch hier eure Unterstützung. Let's go. Hands up, do it now. Down on the ground. Oh, hier sind die ganzen Geiseln. Wir haben die Geiseln, Jungs. Wir haben die Geiseln. Geiseln sind sicher. Down on your goddamn knees now. Get down. I want to see hands. Down on your knees. Jungs, wo seid ihr? I'm with you. Haben sie einfach die Türen zugemacht. Cop talk to entry team. Copy entry team. Nehmt die Geiseln in Sicherheit. Police, get your hands up. We're with the LSPD. Talk. Ready to go. Talk, Ripper 2 Team to talk. Copy that. Sehr schön. Wir haben alle Geiseln. Das sollten alle gewesen sein. Oh man, wir haben ja alles unter Kontrolle hier. Wir gehen hier nochmal über das Dach rüber. Okay, hier sollten wir aber auf jeden Fall safe sein. Get on the ground now! Put your hands up! Put your fucking hands up! Oh Gott, was war das? Hilfe! Search! Hands up! So, warte mal, waren wir schon am Flugzeug? Ich glaube, wir waren noch gar nicht am Flugzeug, kann das sein? Hands up! Down on your knees! Get down, I wanna see hands! Ist hier noch irgendwo wer? Search. Search and secure. Got it. Police, hands up! Eigentlich müssen wir doch hier alle schon haben, oder? Sieht ganz gut aus. So, was fehlt uns denn noch? Was fehlt uns denn noch? Hands up, now! Get down, now! Ma'am, alles in Ordnung bei Ihnen? Down on the ground! Hands up! Drop to your knees! Umdrehen, schön langsam. LSPD, don't move! So ist gut, ma'am. Jungs, habt ihr die Geisel hiervon übersehen? Lead the talk. We have a civilian in our custody. Talk to Element. Copy entry team. Notifying trailers. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal vorne raus. Gucken mal, was hier Phase ist. Never mind, wir gehen nicht vorne raus. Ja. Piep, 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 piep. Die haben wir doch eigentlich auch alle. Wir waren noch nicht in der Halle, ne? Stimmt. Die Halle. Search. Search the room for contacts. Wir gehen oben rein, Jungs. Wir könnten auch im Team vorgehen. Element. Nee. Mach mal die Tür zu. Door. Yep. Und dann würde ich sagen, ihr reiht euch da mal auf. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt die Tür schließen? Wait. Entschuldigung, bitte? Shut it. Quiet. Cover this area. Okay, dann halt nicht. Ach nee, das war nur der Durchgang, ne? Ach, never mind. Komm zu mir. Wir gehen hier hoch jetzt. Keep your hands up!
Get down on your knees. Nee, halt, wir waren auch schon in der Halle, ne? Hands on your head, now. Stimmt. Oh, ich bin schon ganz verwirrt von den verschiedenen Durchlaufen. Jungs! Kinders, ihr steht euch doch hier alle nur selbst in den Weg. Waren wir auch in der großen Halle unten schon? Ja, waren wir, ne? Wir checken jetzt nochmal das Flugzeug. Police, get down! Hands up, above your head! Get down and keep your hands up! Hands up above your head! Hands up! Und wenn nicht, dann waren wir ganz hinten da nicht drin, glaube ich, ne? Bagging it up. Genau, okay, perfekt. Das müssen wir noch checken. Sehr gut. So, was brauchen wir noch? Geld? Geld? Haben wir Geld gecheckt? Geld haben wir gecheckt, ne? Können ja nochmal sicherheitshalber hingehen, aber ich glaube, Geld hatten wir. Wir haben ja hier die Leute erschossen und hatten dabei das Geld gecheckt. Ja, ich glaube. Kann aber auch in dem Versuch davor gewesen sein, wer weiß schon. So genau. Ne, hatten wir. Perfekt. Joa, dann gehen wir mal hinten da rein. Oh, ich dachte schon, hier komme ich nicht durch. Get down on your knees, hands up! Hands on your head, move! Aha. Ihr kleinen Schlingels. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Red Team. Get to the door and flash it. Moving up. Seid ihr bereit? Wow. Put your hands up! Hands up now! Drop to your knees! Police, down on the ground! Let me see those hands! Hands on your head! Jungs, die sind über uns. Achtung! Hands up! Do it now! Get on the ground, now! Hands up! Do it now! Gib mir mal Rückendeckung. Muss hier mal was ausprobieren. Gib mir weiter Rückendeckung. Provide support on me. On you. Der hat auf jeden Fall ganz gut was abbekommen. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen gnädiger. Down on the ground, move! Jungs. Nice. Ganz ruhig hier, Jungs. Keine Faxen machen. Police, get down. Search. Start a search. Talk to entry team. Copy. Clean house and we'll take them out. Secured. Oben alles clear, Jungs. Down on your goddamn knees now. Get down. I want to see hands. Down on your knees. Please get your hands up. I'll get him ready. Get down. You're in safe hands. Sehr schön. Aber den auch. Civilian is cuffed and good to go. Civilian, good to go. Talk reporting. Great work, entry team. Uiuiuiuiui. So, wo ist jetzt noch mehr? Search. Begin a search. Secure any contacts. Alles durchsuchen hier nochmal. Get on the ground now. Put your hands up. Put your fucking hands up. Hands up. Hands up. Down on your knees. Hier waren wir auch schon. Sehr gut. Get down. I want to see hands. Police, hands up. Habt ihr alles schon, Jungs? Naja, wir gucken mal ganz kurz, was uns hier noch fehlt. Okay, wir haben noch eine Zivilistin übersehen, alles klar. Dann begehen wir uns mal auf die Suche. Element to Tak. Suspect is down, but breathing. This is Tak. Copy. Kann ich da ganz hoch? Ne, ich glaube nicht, ne? Oder? Kann man da aufs Dach noch? Wo führt? Ah ne, die Treppe ist eh zugestellt. Okay. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ja, wir sollten aber schon alle. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben bestimmt schon alle Gegner neutralisiert. Sehr schön.
keine Muni mehr. Jungs. Oh, doch, ein bisschen Pistolenmuni noch. Aber die ist jetzt auch alle. Gut. Wie viel braucht ihr denn noch? Was wir alles übersehen haben. Das haben sie übrigens erst später irgendwann ins Spiel reingemacht. Früher musste man das alles selber suchen. Mittlerweile regeln das die Teammates für einen. Das ist so viel angenehmer. Wenn man nämlich alle eliminiert hat, dann rennen die einfach über die Map und sammeln einfach alles ein, was einsammelbar ist, verhaften jeden, organisieren alle Beweise und dann kann man die Mission dann beenden, weil sonst konnte man das früher, also man kann, klar, man kann die Mission jetzt beenden mit Y, aber dann kriegt man halt nicht alle Punkte. Und so kann man einfach seine Mates losschicken und die das ein bisschen regeln lassen. Search. Start a search. 10-4. Habt ihr noch irgendwas übersehen? Irgendwas müsst ihr noch übersehen haben, Jungs. Ja, super Vorführeffekt wahrscheinlich. Auf der Map klappt es wahrscheinlich nicht. Weil es eine Mod-Map ist eventuell. Aber normalerweise klappt das ziemlich gut in den ganzen Missionen. Wir können noch mal schauen, ob wir hier eventuell vielleicht selber irgendwas finden. Zur Not cutte ich das einfach ein bisschen zurecht. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Hier ist ein fucking 5. Beamte, der die ganzen Geiseln rettet. Holy shit, seit wann gibt's das denn? Hier auf der Mod-Map? What the fuck? Wo bringt er sie hin? Nicht so schnell. Ich muss hier hinterherlaufen. Lol. Wie viele hier sind. Krass. Das habe ich noch nie gesehen. Ich muss hier reingemoddet haben. Wie geil ist das denn? Geht deswegen die Mission nicht zu Ende? Weil wir warten müssen, bis alle Geiseln raus sind? Wo bringt mir die hin? Oh, stellt sie da hin. Und dann die spawnt da einfach. Und ein neuer ist gespawnt. Okay. Höchst interessant. Naja, keine Ahnung. Irgendwie finde ich das Teil nicht, was wir noch brauchen. Beziehungsweise die Leute, die hier rumlaufen, sammeln wahrscheinlich immer noch irgendwelche Geiseln ein. Und vielleicht würde dann die Mission komplett fertig sein. Obwohl, warte mal. Das ist, glaube ich, die letzte Geisel von oben. Ne? Wir warten noch mal ganz kurz, bis er die hierher gebracht hat. Aber wenn... Ach ne, der hatte so einen Strumpf. Ach ne, doch nicht. Ich glaube, man muss hier tatsächlich alle Geiseln erst runterholen. Das ist mir jetzt aber dezent zu nervig. Deswegen würde ich sagen, wir beenden einfach mit der alten Y-Taste. Talk to Element. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Gucken, wie viele Punkte wir bekommen haben. Na, würde ich schon gern sehen. Was haben wir denn nicht geschafft? Ah, Suspect secured. Wir haben einen Suspect nicht secured. Okay. Na gut, damit kann ich leben. Ah ja, und ein Civilist hat noch gefehlt. Dann hätten wir wahrscheinlich alle von der Map holen müssen. Naja, egal. Ja, das war doch eigentlich eine coole Map. Wie gesagt, da gibt es ja noch eine andere Mission. Die findet, glaube ich, eher bei Nacht statt. Die könnten wir uns irgendwann auch mal anschauen. Ich werde aber nächste Folge wahrscheinlich erstmal wieder eine andere Map zeigen. Damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Und bald kommt ja auch das DLC raus. Das werden wir uns sicherlich auch mal anschauen, würde ich doch glatt behaupten. Gut, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, gerne noch ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao.